René Binder, Sie haben jetzt Ihr erstes Jahr in der IndyCar-Serie hinter sich. Vielleicht einmal rückblickend ein paar Worte, wie aufregend war die Serie IndyCar? Ja, ich muss sagen, die IndyCar-Serie war sehr aufregend für mich in diesem Jahr. Muss sagen, die Vorbereitung war nicht die beste am Anfang von Jahr mit nur einem Testtag. Rückblickend gesehen bin ich froh, dass ich den Schritt gemacht habe und die Erfahrung aufnehmen dürfen. Und es war ein hartes Jahr für mich. Bin auch körperlich noch nie so gefordert worden, aber ich muss sagen, die Stadtkurse, das hat mir da am meisten taugt an der IndyCar-Serie. Warum jetzt die Entscheidung, das IndyCar-Programm nicht zu verlängern und stattdessen in den Sportwagenbereich eher gehen? Also da muss man sagen, das haben wir ausführlich diskutiert intern. Ich muss sagen, IndyCar ist für mich sportlich die beste Serie und auch weltweit gesehen der interessanteste im Motorsport. Ich fahre natürlich nichts lieber als IndyCar, aber natürlich ist die Distanz da zur USA. Ich lebe in Österreich und da muss man sagen, bin jetzt hier ungefähr 10-mal rübergeflogen in die USA. Fährt man die ganze Saison, dann tut sich das über verdoppeln. Einfach die Entfernung spielt da für mich eine Rolle. Und da habe ich müssen sagen, für das Team, wo ich letztes Jahr gefahren bin, also für das Junkers-Team, wo ich auch heuer wieder in Langstreckensport teilnehmen werde, hätte es schon die Möglichkeit gegeben, in der IndyCar den Vertrag zu verlängern. Mein Ziel war es aber, in einem besseren Team, in einem Top-Team drüben unterzukommen und nicht wieder für das kleine Team unter Anführungszeichen zu fahren, was weniger Erfahrung hat, nur ein Auto. Weil da natürlich die Konkurrenzfähigkeit nicht ganz gegeben ist. Die Möglichkeit, in ein Top-Team zu fahren, war nicht ganz gegeben, sage ich jetzt mal, auf 2019 hingesehen. Die Amerikaner hin. Teilweise sehr konservativ, wechseln die Fahrer nicht sehr oft, stehen zu ihren Leuten. Und die Fahrer sind da oft schon gesetzt. Es verändert sich eigentlich sehr wenig im Fahrerfeld für 2019. Und deswegen habe ich da sportlich gesehen nicht die besten Chancen gehabt auf das heurige Jahr hin. Sie haben jetzt schon gesagt, der Arbeitgeber bleibt teilweise gleich, nämlich Klunkers Racing. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie das Programm für die Saison 2019 ausschaut. Wir haben da ja auf der einen Seite dieses Nordamerika-Programm und auf der anderen Seite gibt es auch ein europäisches Programm. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, welche Autos bei diesen zwei Programmen, welche Rennen und was sind die Highlights? Ja genau, also es wird so ausschauen, ich werde für das Junkers-Team, wo ich heute in der IndyCar teilgenommen habe, die werden ein Cadillac DPI-Werksprogramm machen in der IMSA-Serie. Ich werde da bei den vier großen Rennen teilnehmen, in Daytona, Sebring, Watkins Glen und Petit Le Mans. Und auf der anderen Seite werde ich in Europa mit dem Banis Bardet-Team in der LMP2-Serie, in der ELMS, teilnehmen, inklusive dem 24 Stunden von Le Mans. Das heißt, man deckt somit eigentlich die wichtigsten Langstreckenrennen auf der ganzen Welt ab und das war eine Traumvorstellung für mich, vor einigen Monaten das so zu machen und bin auch froh, dass wir das jetzt so hinbracht haben. Highlight 24 Stunden von Le Mans, freust du da schon besonders drauf und ändert sich irgendwas in der Vorbereitung für dich im Vergleich zu IndyCars, die jetzt ja doch allein schon optisch ganz was anderes sind? Ja, ich freue mich auf jedes Rennen heuer. Es ist für mich jedes Rennen neu. Ich bin weder in Daytona gefahren, noch in Le Mans, noch eigentlich so richtig ein Langstreckenrennen. Also es ist die Herausforderung für mich neu. Die Rennen sind länger. Man arbeitet ein bisschen mehr im Team zusammen. Man fährt ja bei den langen Rennen zu viert im Auto. Es ist ein bisschen mehr Teamsport geworden, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Herausforderung. Wenn wir jetzt noch einmal kurz auf die IndyCar-Saison zurückschauen, was man vielleicht die Leser von uns erklären muss, die jetzt nicht ständig über den René Binder lesen und die nicht permanent verfolgen. Du bist ja, oder Sie sind ja nicht das Indy 500 gefahren. Warum? Da haben wir ja schon eine nette Anekdote gehört, was da der Hintergrund ist mit Ovalrennen und Amerika. Ja, der Hintergrund, warum ich keine Ovalrennen fahre, ist einerseits, dass die Familie das nicht unbedingt, ich bin ja im Familienunternehmen in der Firma Binderholz tätig, die Familie das nicht unbedingt unterstützt, dass die Sicherheitsaspekte her, dass ich da bei Ovalrennen teilnehme. Muss auch sagen, aber ein bisschen von der anderen Seite her,
Bin mit dem Oval Racing eigentlich in Europa nie aufgewachsen. Mir kommt vor, wenn man in sowas einsteigt, soll man es auch vom Nachwuchsprogramm her machen, also quasi von der Indy Lights Serie von Klon auf, nicht gleich mit einem großen Auto fahren. Kommt von dem her ein bisschen, lasst sie jetzt alles machen. Aber ich habe jetzt auch von mir aus selber nicht so, sag ich mal, das Bedürfnis oder wirklich die Passion dazu, da unbedingt im Oval fahren zu müssen. Man hat es auch gesehen, teilweise kommen Fahrer sehr gut zurecht im Oval, die was in der Formel 1 auch gefahren sind. Teilweise Fahrer, wie Max Chilton von der Formel 1 aus, der tut sich sehr schwer im Oval auch. Also es ist wirklich, ich habe mit verschiedenen Leuten geredet, die anderen, die lieben es, die anderen, die hassen es teilweise, da mögen es nicht wirklich. Da habe ich wirklich zwei Meinungen gehört und ich muss selber sagen, ich habe jetzt nicht wirklich den Willen dazu, da unbedingt im Oval fahren zu müssen. Also es war nicht nur die Familie? Nein, nicht nur. Ich habe jetzt keine Angst davor, aber es ist nicht so, dass ich unbedingt im Oval da fahren muss. Jetzt hat diese Saison ja mit ganz wenig Tests für Sie angefangen. Ich glaube, es war nur ein Testtag vor dem ersten Rennen. Dementsprechend hat man nie die Erwartungshaltung haben können, glaube ich, dass es da irgendwie Podestplätze oder gar Siege gibt in der Serie. Das wäre völlig utopisch gewesen. War es trotzdem die richtige Entscheidung, Richtung IndyCar zu gehen? Für mich war es im Nachhinein schon die richtige Entscheidung. Ich habe extrem viel gelernt, habe extrem viel Erfahrung gesammelt. Mir hat es auch extrem taugt, muss ich sagen. Ich bin gern mitgefahren. Das Einzige, was natürlich war die Erwartungshaltung nicht die, dass man da um Podestplätze fährt oder Siege. Das wäre komplett utopisch gewesen, oder komplett weit weg. Muss man schon realistisch bleiben. Aber trotzdem sind wir als Team teilweise dann wie in Toronto wirklich bin im Rennen auch mal auf Platz 7 gelegen, bin auch um die Plätze 15 da mitgefahren, also wirklich im Mittelfeld von der Indica mit dem kleinen Team, mit einem Auto, muss man auch sagen, kein anderes Team hat nur ein Fahrzeug eingesetzt, die setzen alle drei oder vier Fahrzeuge ein. Man fährt gegen die besten Fahrer in Amerika, die was sicherlich auch in der Formel 1 mithalten können. Da die Besten und das war für mich schon eine gute Erfahrung, rückblickend. Leider ist es nicht so einfach, drüben richtig Fuß zu fassen. Man sieht es auch beim Fernando Alonso, er wird zwar am Indy 500 teilnehmen, aber nicht bei den anderen Rennen. Er hat, glaube ich, einige Tests gemacht auf die Strecke, hat, glaube ich, selber gesehen. Es ist nicht so einfach, da konkurrenzfähig zu sein. Man wird es jetzt dann im Hinblick auf Markus Eriksen sehen, was er Formel 1 vor ist. Es ist einfach der Sport drüben ein bisschen anders. Es ist ein bisschen mehr zurück zum wirklichen Racing. Die Strecken sind anders, es sind viel mehr Bodenwellen und körperlich auch anstrengender als wie teilweise die Rennen in Europa. Jetzt ist Weihnachten auch so die Zeit, wo man mal selbstkritisch das Jahr reflektiert. Das ist bei uns Journalisten nicht anders als bei Ihnen als Rennfahrer. Gibt es da irgendwo Bereiche, wo Ihnen die Indica Defizite aufgezeigt hat, wo Sie merken, so, das nehme ich jetzt für mich positiv mit und an dem arbeite ich für die Zukunft? Ja, teilweise muss ich sagen, schon. Es hat mir sicherlich körperlich meine Grenzen aufgezeigt. Die Rennen dauern alle volle 2 Stunden und wenn da teilweise einmal wo ein Rennen dabei heuer, das ist 2 Stunden ohne Safety Car durchgegangen, ohne Bauersteuerung, also so ohne Servo. Unterstützung im Fahrzeug, teilweise ein paar Bodenaußentemperaturen in die Städte, auch da dann die Konzentration aufrechtzuerhalten. Und wenn es dann dauernd überall die Bodenwellen gibt, ist dann schon extrem schwierig. Und auch was ich sagen muss, ich war auf jeder Strecke, ich bin natürlich nie auf keiner Strecke habe ich getestet, wo ich dann auch Rennen gefahren bin. Es war extrem schwierig, vom Anfang an da halbwegs auf Speed zu kommen in der Serie, weil da wird wirklich vom ersten Moment weg richtig gepusht und eben auf die Strecken mit den Bodenwellen, wo das zu teilweise unterschiedlichen Außenbedingungen war, das nicht sehr einfach. Wenn wir von dem körperlichen Faktor reden, der im Rennsport natürlich immer eine Rolle spielt, da sind wir hier bei diesem Medientermin im Posthotel in Zell am Zill, das auch im weitesten Sinne in Familienbesitz liegt, genau. Übrigens. Haben wir ja heute einen Spezialgast da erlebt, der Ihnen hilft sozusagen bei der körperlichen Vorbereitung. Vielleicht können Sie das auch kurz genau sagen. Der Josef Leberer, schon ein langer Wegbegleiter von mir im Sport, der hat mich sogar mal, wo ich angefangen habe, Formel 3 von GP2 dann aufgestiegen bin, immer wieder begleitet, hat mich jetzt auch so weit gebracht, dass ich
dass ich körperlich da jetzt bin, wo ich bin. Und bin ich natürlich da sehr dankbar, dass ich da auf der Seite sehr viel gelernt habe vor allem. Fahrerisch war Ihre Stärke, das sagen jetzt fast alle, die Sie beobachtet haben über die Jahre, schon immer die Konstanz. Ist jetzt eigentlich die Langstrecke das Naheliegende, jetzt in der Langstrecke anzukommen und dass da mit den Ergebnissen vielleicht dann noch besser wird als bisher, weil es Ihrem Fahrerprofil einfach besser liegt? Es sollte, das ist richtig, es sollte mein Fahrerprofil auf das genau stimmen. Ich war immer sehr konstant, war immer stärker im Rennen als wie im Qualifying, das war fast immer so. Wo jetzt auch wieder in die Indycar eigentlich das Gleiche, im Rennen habe ich viel besser mithalten können als wie im Qualifying auf Vorrunde. Trotzdem bin ich, glaube ich, die letzten zwei Jahre bedeutend besser geworden im Qualifying auf Vorrunde. Man hat es in der World Series vor zwei Jahren gesehen, wo ich von Speed absolut mit den Top-Fahrern, mit meinem Teamkollegen, mit Pedro Fittipaldi, was mittlerweile Formel 1-Testfahrer und Reservefahrer ist bei Haas, genauso mithalten können. Deswegen glaube ich, dass ich da die Defizite teilweise ein bisschen ausgemerzt habe, die letzten Jahre. Jetzt schauen wir einmal über den Neujahrstag hinaus sozusagen, 2019. Gibt es konkrete Ziele im sportlichen Bereich, die Sie sich gesetzt haben? Zum Beispiel würde ich jetzt vorschlagen, einmal dieses berühmte Podium in Le Mans. Ja, genau, das Podium in Le Mans, das ist sicherlich ein Ziel, aber die Herausforderung ist natürlich enorm. Es waren ja letztes Jahr in der LMP2-Klasse, glaube ich, 17 oder 18 Fahrzeuge am Start. Die Besetzungen von den Fahrern waren extrem stark. Es waren einige Autos, die was nur mit Ex-Formel-1-Fahrern besetzt waren. Also es ist nicht unbedingt so einfach, da aufs Podium zu fahren, aber sicher die Möglichkeit ist da. Man muss mit dem Team gut arbeiten, man muss mit den anderen Fahrern gut arbeiten und so das Beste wie möglich da herauszuholen in Le Mans. Andererseits ist das Engagement für mich in Amerika drüben mit den vier Rennen auch sehr wichtig. Einfach auf die Zukunft hingesehen, drüben immer als professioneller Rennfahrer. Das Cadillac-Programm ist immerhin ein Werksprogramm mit dem Junkers-Team, ist sowohl für mich als Fahrer als auch für das Team drüben sehr wichtig. Und die letzte Frage, die müssen wir stellen. Lebt irgendwo im Hinterkopf noch der Traum von der Formel 1 oder ist dieses Thema jetzt ad acta gelegt mit dem Gang in die Landstrecke? Sein dazu, dass der Traum von der Formel 1 lebt schon immer, aber man muss auch sagen, der Schritt in die IndyCar drüben war eigentlich dann ein anderer als wie in Richtung Formel 1, weil sonst müsste man auch, wenn man im Hinblick auf die Formel 1 arbeitet, müsste man meines Erachtens in Europa die Formel 2 fahren und da ganz vorne mitfahren. Da haben sie nicht die besten Chancen auf der Teamseite aufgemacht. Deswegen haben wir uns eigentlich gegen das entschieden, haben uns für die Indycar entschieden, weil wir drüben halt doch die Chance mit der Indycar doch in der obersten Top-Liga im Motorsport da mitzufahren und nicht in der Formel 2, was halt im Grunde doch immer noch eine Nachwuchsserie ist. René, vielen Dank. Danke.